Wir kommen zur Aufgabe 6.1. Hier geht es um Folgendes. Eine Firma bezieht ein Bauteil von vier Lieferanten L1, L2, L3 und L4 in folgenden Anteilen. Von L1 beziehen sie 30% ihrer Bauteile, von L2 20%, von L3 40% und von L4 10%. Der Anteil der fehlerhaft gelieferten Bauteile beträgt bei diesen Lieferanten bei L1 10 Hundertstel, bei L2 5 Hundertstel, bei L3 auch 5 Hundertstel und bei L4 90 Hundertstel. Und die Firma baut jetzt zufällig eins von den gelieferten Bauteilen ein. So, im Aufgabenteil A sollen wir jetzt die angegebenen Anteile in Wahrscheinlichkeiten oder bedingte Wahrscheinlichkeiten übersetzen. Was mache ich jetzt? Aufgabenteil A. Und dazu führe ich folgende Ereignisse ein. Wir definieren folgende Ereignisse. Erstmal definiere ich das Ereignis AI. Und das Ereignis AI soll sein, dass das Bauteil von Lieferant LI geliefert wurde. Der Bauteil ist von Lieferant LI. Also mein Ereignis AI. Und ich definiere noch das Ereignis B. Und das Ereignis B ist folgendes Ereignis. Das ist das Ereignis, dass das eingebaute Bauteil fehlerhaft ist. Und mit diesen beiden Ereignissen, beziehungsweise mit diesen fünf Ereignissen, die EAI sind ja vier Stück, 1, A2, A3 und A4, mit diesen kann ich jetzt diese Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Also diese 30% hier sind nach Aufgabenstellung der Anteil der Bauteile von Lieferant 1. Das ist also folgende Wahrscheinlichkeit: Wenn ich zufällig ein Bauteil einbaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit 30%, dass das Bauteil von Lieferant L1 ist, und das ist ja genau die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis A1. Also die Wahrscheinlichkeit von A1 ist dann 30%, also 0,3. Die Wahrscheinlichkeit von A2 mit der gleichen Argumentation ist diese 20% hier, ist also 0,2. Die Wahrscheinlichkeit von A3 ist hier 0,4, 40%, und die Wahrscheinlichkeit von A4 ist 0,1, sind 10%. Ja, also diese Prozentzahlen hier oben in der ersten Zeile, das sind die Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse A1 bis A4. Und wie kann ich die Wahrscheinlichkeiten in der zweiten Zeile beschreiben? Das geht wie folgt. Na, was ist denn hier 10 Hundertstel? 10 Hundertstel ist der Anteil der fehlerhaft gelieferten Bauteile beim Lieferanten L1. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil fehlerhaft ist, wenn es von L1 kommt. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil fehlerhaft ist, gegeben, dass das Bauteil von Lieferant L1 ist. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit von B, ja, das eingebaute Bauteil ist fehlerhaft, gegeben A1. Gegeben, das Bauteil ist von Lieferant A1. Das heißt, P von B gegeben A1 ist genau diese 10 Hundertstel, also 0,1. Und genau mit der gleichen Argumentation habe ich, dass die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A2 gleich 5 Hundertstel, also 0,05 ist. Die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A3 ist hier 5 Hundertstel, also auch 0,05. Die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A4 ist 90 Hundertstel, ist also 0,9.
Also diese Wahrscheinlichkeiten in der zweiten Zeile, das sind bedingte Wahrscheinlichkeiten, die kann ich mit Hilfe von bedingten Wahrscheinlichkeiten beschreiben. So, im Aufgabenteil B soll ich jetzt ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das eingebaute Bauteil fehlerhaft ist. Das heißt, ich soll die Wahrscheinlichkeit von B ausrechnen. So, die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist P von B, weil B ist ja genau das Ereignis, dass ein eingebautes Bauteil fehlerhaft ist. Und die Wahrscheinlichkeit von B können wir jetzt mit Hilfe des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Also mit Hilfe des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit haben wir Folgendes: Die Wahrscheinlichkeit von B ist einfach die Summe von i gleich 1 bis 4 von den bedingten Wahrscheinlichkeiten p von b gegeben ai mal die Wahrscheinlichkeit von ai. Ja, und diese Information, p von b gegeben ai und p von ai, die haben wir. Aufgabenteil 1 haben wir die alle bestimmt. Das heißt, wir können hier die Wahrscheinlichkeit von b ausrechnen mit Hilfe dieser Formel. Und um das zu tun, speichere ich jetzt die Daten in einem Data Frame. Also die Wahrscheinlichkeiten, die in der Aufgabe gegeben sind, hier die Anteile der Lieferanten, 0,3, 0,2, 0,4, 0,1, speichere ich in diesem Data Frame und die Anzahl der fehlerhaften Bauteile. Ja, also wenn wir es uns angucken, sieht das so aus, dass hier die Anteil der Lieferanten in der ersten Spalte gegeben sind, die Wahrscheinlichkeiten, und die Wahrscheinlichkeiten der fehlerhaften Bauteile in der zweiten Spalte. So, und um jetzt diese totale Wahrscheinlichkeit hier auszurechnen, was wir machen müssen, ist, wir müssen in diesem Data Frame die Zahlen in der ersten Spalte, was die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse AI sind, mit den Einträgen in der zweiten Spalte, was ja diese bedingten Wahrscheinlichkeiten sind, multiplizieren. Also wir müssen hier für diesen Ausdruck die Einträge in der ersten Spalte, also die hier, mit den Einträgen in der zweiten Spalte, also die hier, multiplizieren und das Ganze dann addieren, um die totale Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Das mache ich jetzt. Also damit ist P von B gleich, das mache ich wieder in R. Also ich nehme mir meinen Data Frame her, Data, und was ich jetzt machen muss, ich nehme Data und ich nehme den Eintrag Anteil Lieferanten. Ich multipliziere das mit dem Vektor Data Eintrag fehlerhafte Bauteile. Das ist jetzt ein Vektor, der hat als Einträge, wir können es uns ja mal angucken. Das ist jetzt ein Vektor, der hat als Einträge Folgendes. Er hat als Einträge 0,3 mal 0,1 als ersten, dann 0,2 mal 0,05 als zweiten und so weiter und so weiter. Das sind also genau diese Produkte hier, die wir ausrechnen müssen. Und um die Wahrscheinlichkeit von B zu kriegen, müssen wir jetzt einfach die Einträge in diesem Vektor summieren. Also mache ich hier diesen Sum-Befehl drum. Und da sehen wir, die Wahrscheinlichkeit von B ist 0,15, also 15%. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eingebaute Bauteil fehlerhaft ist, ist also 15%. Diese Wahrscheinlichkeit speichere ich mir mal in der Variable pb. Weil ich sie jetzt gleich noch brauche. So, in Aufgabenteil C, den ich jetzt mache, sollen wir Folgendes machen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes eingebautes Bauteil von der Firma L1, L2, L3 oder L4 stammt? Also für alle diese Firmen sollen wir jetzt diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Bauteil von LI stammt, für ein I, ist also die Wahrscheinlichkeit, dass das Bauteil von AI stammt. Aber gemäß dem Fall, dass es fehlerhaft ist, dass also AI gegeben B ist.
Ja, ich sage es nochmal in anderen Worten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Bauteil von LI stammt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich ein fehlerhaftes Bauteil habe, also wenn B eingetreten ist, dass dann AI eintritt. Also die Wahrscheinlichkeit, gegeben, dass mein Bauteil fehlerhaft ist, dass es von der Firma LI stammt. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die hier in C gesucht ist. Und diese Wahrscheinlichkeiten können wir jetzt wie folgt ausrechnen. Diese Wahrscheinlichkeiten können wir mit dem Satz von Bayes ausrechnen. Und zwar so, es gilt, dass die Wahrscheinlichkeit von AI gegeben B wie folgt aussieht. Die Wahrscheinlichkeit von AI gegeben B ist die Wahrscheinlichkeit von B gegeben AI mal die Wahrscheinlichkeit von AI geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Und mit diesem Satz können wir jetzt die Wahrscheinlichkeiten, die wir ausrechnen sollen, bestimmen, denn die Daten auf der rechten Seite haben wir alle. Wir haben hier die Wahrscheinlichkeit von B, die haben wir in Aufgabenteil B ausgerechnet. Und die Wahrscheinlichkeiten B gegeben AI und P von AI, die sind alle hier in diesem Data Frame, was ich vorhin definiert habe. Also können wir es ausrechnen. Und das mache ich jetzt. So, diese Wahrscheinlichkeiten sind, das mache ich wieder in R. Also, was muss ich machen? Ich muss die bedingten Wahrscheinlichkeiten, das sind die Einträge in der zweiten Spalte von meinem Data Frame Data, mal die Wahrscheinlichkeiten, die in der ersten Spalte von meinem Data Frame Data sind, die muss ich miteinander multiplizieren und ich muss das Ganze durch P von B teilen. Das heißt, im Prinzip muss ich das Gleiche machen wie hier, wo ich Einträge in der ersten und die Einträge in der zweiten Spalte von meinem Data Frame Data multipliziert habe. Nun, statt dass ich sie jetzt summiere, soll ich sie einfach durch P von B teilen. Das mache ich. Also ich kopiere das einfach hier runter und sehe dann folgendes. Ich habe diesen Vektor mit Einträgen im Produkt von P von B gegeben AI und P von AI und ich teile das Ganze durch PB, was ich auch definiert habe. Und dann sehe ich, dass die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Lieferanten wie folgt sind. Also die Wahrscheinlichkeit, ein fehlerhaftes Bauteil von der Firma L1 einzubauen, ist 0,2, 20%. Die Wahrscheinlichkeit, ein fehlerhaftes Bauteil von der Firma L2 einzubauen, ist 0,066667 und so weiter Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, ein fehlerhaftes Bauteil von der Firma L3 einzubauen, ist 0,1333 und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, ein fehlerhaftes Bauteil von der Firma L4 einzubauen, ist 0,6. Ja, das sind also die Wahrscheinlichkeiten, die wir hier ausrechnen müssen.